Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe nämlich eine Anfrage bekommen und hier ist er doch drinnen. Es ist wirklich was ganz Kleines, es ist eine Schwimmbrille mit Sehstärke. Hatte ich vorher noch nie und, ach, hier haben wir auch so Pinüppel noch mit bei. Für die Nase. Also so eine Nasenklammer und ja, ich denke mal, das ist für die Nase. Unsere Einzelteile. Dann haben wir hier Zum UV 100%. UV-Violett 100%. So, wie wir sie aufsetzen sollen. Also so eine Hand und dann nach hinten rüber. Da muss ich gleich meine Brille erstmal absetzen. Ich führe das natürlich vor. Ich will hier gucken. Also ich habe jetzt noch keine Möglichkeit gehabt, die in real zu testen beim Baden. Weil es ist jetzt langsam Winter. Aber ich werde sie mitnehmen, wenn wir in eine Therme fahren, wenn der nächste Geburtstag ansteht. Und da werde ich das dann testen. Ich muss jetzt erstmal gucken, hier ist Folie drauf. Ich lasse mal, glaube ich, fürs. Lasse ich die Folie erstmal drauf, oder? Ich muss mal gucken, ist die da drunter? Oh, die ist aber straff drauf, die Folie. Stört das UV oder so? Naja, dann wir machen die Folie einfach mal ab, sicher ist sicher. Muss nur gucken, wo. Na, komm. Ist nicht für dicke Pfoten. Aha, eine Folie ab. Also Glas bleibt gelb. Okay. Ist ja cool. Was löst sich denn hier? Achso, das muss ich hier wieder reinklicken. Hier ist irgendwas rausgeklickt. Muss ich mir gleich nochmal angucken. Oder das abhören? Das wäre ja jetzt was. Vorführeffekt oder was? Pack die Brille aus, Brille kaputt. So, jetzt haben wir das nächste Folienteil. Und hier ist ab. Also hier, achso, aber ich glaube, das muss so sein, dass man das sauber machen kann und wechseln. Du musst da dann reingeklippt werden oder so. So, gucken wir mal nach. Wie ist denn das auf der anderen Seite? Da ist es da drunter. Und man sieht aber einen roten Streifen. Und unten, da sieht man auch einen roten Streifen. Wieder eine Technik hier, wo ich überhaupt keine Ahnung habe. So, jetzt gucken wir noch mal. Das muss hier oben, hier muss es rein. So, das darf dann hier drüber. Also du musst hier noch ein Stück, da ein Stück. So. Ah, jetzt habe ich's. Ha. Mit ein bisschen hin und her machen. Ich habe schon Angst gehabt, ich mach's kaputt. So. Das ist natürlich ein bisschen sehr straff. Da müssen wir jetzt erstmal ein bisschen lockerer machen, weil ich so einen fetten Kopf habe. Gucken wir mal, wie geht es. Oh, das ist ja cool. Also rausmachen. Zeige ich euch gleich mal. Das ist ja voll geil. Hier ist so eine Kerbe drin. Einfach rausmachen, dann kann man die ziehen und dann hier wieder rein und dann ist es wieder so fest, dass man hier.
Das ist meine erste richtige Schwimmbrille. Ich hatte vorher nur so Taucherbrillen. Da waren so ein. Kennt ihr ja Taucherbrillen? Da ist nur so ein dickes Ding dran gewesen. Mit irgendwelchen Haltern. Aber halt nicht so dünne, grazile Dinger hier. Oh, jetzt habe ich es rausgemacht. Naja. Dann machen wir das hier oben wieder rein. Noch, komm nur her, du. Und. Das wäre auch dann mal. Ich habe eigentlich Taucherbrillen mal geholt, ihr habt. Also so kleine. Aber die sind alle irgendwie zu den Kindern gewandert und nicht zu mir. Jetzt habe ich. Ja, jetzt habe ich einen Grund, dass ich sagen kann: oh, die könnt ihr nicht nehmen. Das ist meine. Mal was mir gehört. Weil das ist mit Sehstärke. Das macht ja sonst die Augen kaputt. So, dann werden wir sie mal aufsetzen. Wie ihr lacht. Nee, warte mal. Der hat gesagt, nicht einfach drüber ziehen. Der hat gesagt, hier steht's drinne. So in die Hand. Gummi nach vorne irgendwie. Also das Gummi soll nach vorne. Dann soll ich das so aufsetzen. Das Gummi nach hinten. Ah, das ist eine Technik. Oh. Oh. Saug dich gleich mit einem Vakuum voll. Da kriegst du die Augen ja kaum noch auf hier. Augen zumachen. Aufsetzen. Also ich habe Sehstärke. Aber ich glaube, aber ich sehe jetzt hier noch nicht wirklich. Ich glaube, das ist auch für unter Wasser dennoch mit der Lichtbrechung berechnet worden oder so. Weil ich sehe auf jeden Fall, dass ich nicht klar durchgucken kann. Also klar durchgucken kann, ja, aber dass es halt auf jeden Fall mit Sehstärke ist. Was ist denn, wenn ich jetzt meine Brille davor hätte? Da kann ich halbwegs erkennen. Ungewohnter Tragekomfort. Aber jetzt geht's. Also Augen zumachen am besten beim Aufsetzen. Nicht auflassen. Und so sieht die dann aus. Ich bin auch, ich finde es auch ganz gut, dass die weiter oben ist hier. Ich hatte bei den letzten, die ich hatte, hatte ich das Problem, dass es zu dicht an den Ohren war. Der hat es immer hier am Ohr gedrückt oder so. Das ist eigentlich ziemlich weit oben. Also der Tragekomfort ist echt gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. So, was haben wir denn jetzt hier noch mit in der Tüte? Wir gucken nochmal rein. Das ist meine Tochter. Die ist unten. Soll nämlich auch gleich runterkommen. Ich habe gesagt, ich mache nur schnell die Videos. Ja, hier haben wir dann halt so eine Klammer mit Gummiband, dass wir das halt rumwickeln können, damit die nicht abhanden kommt. Hier haben wir dann noch extra Stege für die Nase. Zwei Stück, also einen kleinen und einen größeren. Oder, warte mal, ich guck mal nach. Ja, einen viel größeren, einen kleineren. Also ich muss sagen, der mittlere, den ich jetzt drin habe, der ist ideal, der passt super. Also ich bräuchte jetzt nicht wirklich einen größeren. Also der Standard drauf ist, ist okay. Der weiß ich nicht, für was das sein soll. Diese Pinüppchen. Ach, damit man kein Wasser in die Ohren kriegt, wahrscheinlich. Naja, okay. Das hätte ich, also das jetzt momentan brauche ich es nicht, aber bin sehr empfindlich momentan mit den Ohren. Also das wäre für den nächsten Sommer oder für den nächsten Besuch in der Therme, wäre das ideal. Ich finde auch gut. Mit der Tasche, mit diesem Zipbeutel, da kann man sie dann drin machen, dass sie nicht zerkratzt. Ja, ich komme noch gleich. Da kann man sie drin machen, dass sie nicht zerkratzt.
Und dann ist er im Sportbeutel gut aufgehoben, für Schule jetzt zum Beispiel oder so. Ich habe ja so eine einzelne Tasche, so ein Korb, so ein Stoffkorb. Da ist alles drin, da sind drei Handtücher drin, da ist ein Badeanzug für die Kleine, ein Badeanzug für die Große, meine Schwimmhose und halt die Schwimmärmel und Handtücher und so, das ist alles drin. Und halt für die Kinder, die haben ja auch ihre eigenen Schwimmbrillen. Und da kommt das jetzt dazu. Ja. Ich werde euch das verlinken. Wie gesagt, die ist mit Sehstärke, die müsst ihr beim Kauf angeben. Praktisch, so wie man Größe angibt, gibt man da die Sehstärke an. Und dann bestätigen und dann kommt die zu euch. Das soll es jetzt soweit dazu auch gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.